Hallo und ich begrüße euch zu einem Web-App-Review mal wieder, beziehungsweise zu einem Website-Review, wie man das nennen will. Und zwar zeige ich euch, wie man Apps kostenlos downloaden kann, beziehungsweise halt Apps, die normalerweise Geld kosten, kostenlos downloaden kann und das auch noch legal. Und dafür geht ihr erstmal in Safari und öffnet den Link, der in der Beschreibung steht. Der heißt jetzt hier kann man den auch nochmal sehen. Der heißt abo.io/123forjtech. Ich weiß jetzt nicht, ob das J und das T groß geschrieben werden muss, aber ich glaube schon. Also macht's einfach mal. Und sonst klickt einfach auf den Link in die Beschreibung und da funktioniert es dann auch. Und ja, wenn ihr auf den Link geklickt habt, kommt ihr erstmal zu dieser Website hier, App Bounty. Wenn ihr auf den Link klickt, kriegt ihr übrigens, 250 Credits oder so dazu. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber nein, 50, genau. Ihr bekommt also 50 Credits frei, also bekommt ihr einfach so. Wenn ihr auf den Link klickt, wenn ihr auf irgendeinen anderen Link klickt, dann nicht, aber auf den schon. Und ja, also es funktioniert im Prinzip wie Free My Apps, wo ich ja schon mal ein Web-App-Review gemacht hatte. Und ich finde es aber das hier besser, weil es auch im deutschen App Store geht. Und Free My Apps ging nur im amerikanischen App Store. Also wie schon gesagt, das Prinzip ist eigentlich gleich. Also rechts oben sieht man die Credits, die man hat. Und das sind jetzt bei mir 150. Und übrigens, wenn ich schon mal dabei bin, wenn man hier auf Teilen geht, ich bin jetzt noch bei iOS 6, bei iOS 7 dürfte das aber nicht anders sein. Dann gibt es hier zum Homebildschirm hinzufügen und wenn ihr das macht, bekommt ihr eben dieses Icon hier und könnt ihr auch einfach raufklicken und dann habt ihr die störende Leiste da oben nicht mehr. Das mache ich jetzt mal ganz schnell und mache das dann hier drin alles. Also rechts oben sieht man jetzt 150 Credits und wir gehen jetzt mal auf hier Empire for Kingdoms. So, da steht jetzt plus 340 an der Seite und wir werden in den App Store weitergeleitet. Zu dieser App natürlich. Und die werden wir uns jetzt downloaden, wenn es jetzt mal geladen hat. Genau, jetzt hat es geladen. Downloaden uns jetzt einfach. Ich bin jetzt im amerikanischen App Store, ist aber nicht weiter schlimm. Es geht auch über den deutschen App Store, also muss man sich keine Gedanken machen. Also jetzt hier kommt mal ganz kurz ein kleiner Cut und bis gleich. So, die App hat jetzt zu Ende geladen und wir können sie jetzt öffnen. Und das werden wir jetzt auch gleich tun. Open. So. Wenn das jetzt hier geladen hat, sind wir ja gleich im Spiel drin und jetzt, genau jetzt, muss ich 30 Sekunden lang die App benutzen, mit der rumspielen, was auch immer man mit derjenigen App dann machen kann. Also ich werde jetzt hier 30 Sekunden in der App drin bleiben. Ich denke, ich mache hier einen kleinen Cut, weil ich werde ein bisschen überziehen, weil es manchmal dann nicht so genau ist. Also man kann, bei einer Minute ist man dann auf der sicheren Seite und kann auf jeden Fall dann wieder zur App Bounty gehen. Jetzt steht hier gerade mit Spielserver verbinden. Ich kann jetzt mal noch ein Stückchen gucken. Können ja noch ein Stückchen spielen einfach mal. Aber ich werde ja am besten einen kleinen Cut setzen. Und dann ja, bis gleich. Okay, so. Ich habe jetzt die App 30 Sekunden lang benutzt. Ein bisschen mehr als 30 Sekunden halt. Und jetzt können wir wieder zur App Bounty gehen. Machen also Doppeltap auf den Home-Button und gehen hier einfach zu unserer schönen Web-App. Beziehungsweise ihr könntet jetzt auch in den Browser gehen, das wäre egal. Ist im Prinzip das gleiche. Und wenn das jetzt hier geladen hat, sehen wir rechts oben 490 Credits. Jetzt hat man es schon kurz gesehen, genau hier. 490 Credits und hier in der Liste steht es jetzt nicht mehr drin. Es sind also ganz, 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 ganz viele Apps und sonstiges. Also hier ist jetzt zum Beispiel auch, wo hatte ich das vorhin gesehen, Twitter Invite, also, oder Facebook Like, also wenn man den jetzt auf Twitter folgt oder was weiß ich, Facebook liked oder sowas, bekommt man auch noch Credits, die Entwickler, also zum Beispiel, wenn man die liked. Also ich habe jetzt 490 Credits und das kann man jetzt so lang machen. Jetzt gehen wir hier auf Rewards. Jetzt kommt nämlich das Schöne. Also bei mir geht's jetzt noch nicht, weil ich noch zu wenig habe. Aber wenn man dann jetzt hier 5500 Credits zusammen hat und das ist gar nicht mal so abwegig, also nach ein paar Wochen dürftet ihr das haben, könnt ihr euch dann eine 10 Euro iTunes Gutscheinkarte holen, genau. Beziehungsweise könnt ihr euch halt noch hier, also das sind nur die Top Rewards, ihr könnt jetzt noch hier ausklappen, iTunes Germany, also ihr könnt euch eine 10 Euro iTunes Karte holen, eine 25 Euro iTunes Karte holen, bei Amazon 1, 2, 5, 10, 25 und 50 Euro Karte, dann bei Steam eine 20 Steam Gift Card, 20 Dollar aber, ich weiß nicht, ob das irgendwas ausmacht,
Dann generell die ganzen Apps. Also wenn ihr jetzt Minecraft Pocket Edition kostenlos wollt, könnt ihr, oder braucht ihr 3300 Credits, und dann könnt ihr euch das auch holen. Ich könnte mir jetzt sogar schon Plants vs. Zombies holen, fällt mir gerade so auf. Xbox Live Points gibt's auch noch, also 400, 800, 1200, 1600, eine dreimonatliche Subscription oder 4000 Points. Man kann da so extrem viel machen hier, und ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Man sieht es auch noch hier, U-Codes. Anscheinend habe ich jetzt noch nichts gemacht, und das ist ja auch so. Und jetzt könnt ihr aber auch hier auf Invite gehen und so dann halt was bekommen. Also ihr könnt auch einfach nur die URL teilen, was bei mir jetzt halt das wäre. Facebook. Jetzt bin ich gerade auf Facebook gegangen, das ist jetzt nicht so günstig. Günstig. Gehen wir wieder zurück. Ja, es lädt das hier halt wieder neu, das ist halt der Nachteil an dieser Web-App. Also ihr könnt das auch alles im Browser machen, das ist nicht so schlimm. So, oder halt bei Facebook teilen, bei Twitter teilen, je nachdem, was ihr halt wollt. Oder jemanden, einen Freund per E-Mail schicken. Und dann kriegt ihr 250 Credits, aber nicht, wenn ihr raufgeklickt habt, sondern wenn ihr raufgeklickt habt und auch eine App gedownloadet hat. Dann bekommt ihr 250 Credits, und ja, wenn ihr ganz viele Freunde habt, die das machen, dann könnt ihr auch dadurch viele Credits bekommen. Okay, also ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr jetzt kostenlos irgendwelche Apps downloaden wolltet oder Amazon-Gutschein oder was weiß ich haben wolltet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich finde auf jeden Fall AppBounty ist eine gute Lösung für sowas. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.